Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und aus dem Riesenchaos. Wir sind nämlich gestern Abend aus dem Urlaub gekommen. Wir waren so gegen 20 Uhr hier bei uns im Ort noch beim Italiener, haben einen Stopp gemacht, um was zu essen, weil wir hatten überhaupt nichts mehr zu Hause. Und dann waren wir 9:15 zu Hause, haben die Kinder ins Bett gebracht und an Auspacken war da nicht mehr zu denken. Eigentlich bin ich ja ein Freund davon, möglichst zügig die Sachen auszupacken, aber gestern Abend war ich auch echt so kaputt. Dementsprechend sieht es hier noch aus, die Koffer liegen noch rum, die ganze Wäsche stapelt sich. Fürchterlich, da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Grund reinbringen. Die Familie ist jetzt gerade losgefahren zum Einkaufen. Das heißt, da nutze ich jetzt die Gelegenheit, um möglichst viel zu schaffen. Die Kinder sind außer Rand und Band. Die sind total happy, auch wieder hier ihr ganzes Spielzeug um sich zu haben und haben dementsprechend auch heute Morgen noch ein bisschen mehr für Chaos gesorgt. Genau, und wir schauen jetzt mal, wie wir das ein bisschen wieder so einen Normalzustand hier reinbringen. Das werde ich heute alles nicht schaffen. Ich habe jetzt auch keine Lust, heute den ganzen Tag dann nur rumzuarbeiten. Ich werde das so die nächsten Tage peu à peu machen. Dabei nehme ich euch mit und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Damit meine Waschmaschine und ich als Team parallel arbeiten konnten, habe ich natürlich erstmal die Wäsche sortiert. Und da seht ihr, wie ich die Schmutzwäsche aus dem Urlaub, zumindest den größten Teil davon, aus diesem Vakuumbeutel rausschüttel. Falls ihr meinen Urlaubsvlog gesehen habt, habt ihr vielleicht ganz am Ende gesehen, wie ich diesen Vakuumbeutel befüllt habe. Ja, und da seht ihr, dass ein Shirt von Freddy leider auf meinen schönen weißen Badeanzug abgefärbt hat. Da habe ich sehr gehofft, dass das wieder rausgeht. Jedenfalls war ich da fertig mit dem Sortieren. Helle Wäsche, dunkle Wäsche, bunte Wäsche und so weiter. So ging das für mich ganz gut. Dann habe ich die erste Waschmaschine befüllt und ich kann euch sagen, an dem Tag habe ich 4 Ladungen Wäsche gewaschen und auch zusammengelegt. Also und ich war noch nicht fertig. Also am nächsten Tag ging es dann weiter. Jetzt geht es erstmal im Badezimmer weiter. Da hatte ich das Bedürfnis, die Handtücher auszutauschen. Das habe ich dieses Jahr nicht vor dem Urlaub gemacht, weil ich dachte, dann stauben die ja nur zu. Habe das jetzt nach dem Urlaub gemacht und war direkt dann bereit mit frischen Handtüchern. Das Badezimmer habe ich auch einmal kurz übergewischt, zumindest da den Spiegel und das Waschbecken. Das sah zwar auch alles nicht schlimm aus, aber es gab mir irgendwie ein besseres Gefühl, das einmal alles schnell überzuwischen. So, jetzt habe ich mich zumindest schon mal im Badezimmer fertig gemacht. Geschminkt bin ich jetzt noch nicht, das hole ich noch nach und packe hier gleichzeitig meine Schminksachen aus dem Urlaub aus. Das ist eigentlich immer sehr praktisch. Dann packe ich einfach, während ich die Sachen benutze, sie alle aus und räume sie wieder an ihren richtigen Ort und habe dann hinterher mein Schminktäschchen hier auch ausgepackt. Deswegen mache ich mich jetzt mal schnell fertig hier am Schminktisch. Das ist natürlich eine ziemlich praktische Maßnahme, aber ich denke mal, das macht ja jeder so mit den Dingen, die wieder ins Bad gehören. Einfach sich fertig machen am Schminktisch oder im Bad und jedes Teil, was man sowieso in der Hand hält, wieder an seinen gewohnten Platz zurückstellen. Achso, da hatte ich euch gerade nur noch kurz gezeigt, wie leider der Deckel von meinem Rouge während der Reise kaputt gegangen ist, aber sonst ist wieder alles heile nach Hause gekommen. So, das Make-up-Täschchen ist wieder leer. Das packe ich jetzt hier in mein anderes Täschchen rein. Dieses hier, da sind immer meine Zahnbürste, Zahnpasta und Creme und sowas alles drin. Da packe ich das jetzt mit rein und dann ist das alles wieder bereit für den nächsten Ausflug oder den nächsten Urlaub oder was auch immer als nächstes ansteht. Im Moment ist nichts geplant, wobei doch natürlich im Herbst wieder Norderney. Genau, im Herbst fahren wir wieder nach Norderney. Spätestens da werde ich das wieder auspacken, obwohl ich wollte, glaube ich, nächstes Wochenende mal zu meinen Eltern fahren. Da brauche ich das natürlich auch alles. Selbst für eine Übernachtung muss man ja sein ganzes Schminkgedöns immer alles mitnehmen. Hier das Plastiktütchen, da packe ich immer meine Pinsel rein, das kommt auch wieder mit. So, und dann ist das hier alles bereit für die nächste Reise. Und ich kümmere mich mal weiter um die Koffer. Ja, und da ich bisher nur den großen Beutel mit der Schmutzwäsche aus den Koffern gefischt hatte, musste natürlich noch der ganze Rest ausgepackt werden. Wir hatten die Koffer unten aufgeklappt, um wie gesagt das ein oder andere schon mal rauszuholen. Jetzt habe ich die Koffer wieder zusammengeklappt, hochgeschleppt, aufs Bett geschmissen. Ja, und was man dann so macht, ne? Koffer aufmachen und alles auspacken. Nochmal jedes Teil angucken, ob es jetzt wirklich in den Schrank kann oder ob es doch nochmal in die Wäsche muss. Da zeige ich euch jetzt in einem Beutelchen, wo ich meine Haartools transportiert habe. Mein Glätteisen und meinen Föhn hatte ich dabei. Wie gesagt, da lege ich irgendwie Wert drauf, dass ich einen anständigen Föhn habe und das auch nicht so ewig dauert. Ach, und dieses Basttäschchen, das habt ihr vielleicht ja auch in meinem Urlaubsvlog gesehen, falls ihr den gesehen haben solltet. Das ist leider so ein bisschen sperrig im Koffer. Da habe ich dann einfach die Aufsätze von meinem Föhn drin transportiert und habe versucht,
den Platz bestmöglich auszunutzen. Ja, und da seht ihr jetzt genau, was ich gesagt habe. Ne? Jedes Teil schaut man sich kurz an. Was kommt noch in die Wäsche? Was kann wieder zurück in den Schrank? Und so habe ich mich da durch meinen Koffer durchgearbeitet. Da habe ich auch schon den nächsten Koffer hochgeschleppt. Das war jetzt der Koffer meines Mannes und da sollte er natürlich durchgucken, welche Sachen da in die Wäsche müssen und welche er da in den Schrank gelegt haben möchte. Er hat sich dann mit den Kindern beschäftigt und ich habe dann anschließend mich auch noch um seine Wäsche gekümmert und das weitestgehend weggeräumt und eben runter in den Waschraum geschleppt, was eben gewaschen werden muss. Ganz am Schluss habe ich dann gesehen, dass ich noch ein bisschen Sand in den Koffer verirrt hatte. Den habe ich dann weitestgehend rausgesaugt. Aber ich muss sagen, ich finde das irgendwie ganz nett, so ein bisschen Sand im Koffer zu haben, so als kleine Urlaubserinnerung. Nur spätestens, wenn man dann den Koffer das nächste Mal packen möchte, dann stört es einem, dass man seine Sachen in den Sand legt. Also ich habe ihn lieber rausgesaugt und dann rief mich auch schon unten der Waschraum. Die Waschmaschine war fertig, alles musste in den Trockner geräumt werden. Der Trockner war auch fertig. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, also 4-mal lief da Waschmaschine und Trockner. Genau, also da hatte ich ordentlich zu tun mit der Wäsche, aber das ist ja normal nach dem Urlaub. Als ich dann wieder hochkam ins Schlafzimmer, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das Bett noch frisch zu beziehen, vor allen Dingen nachdem die ganzen Koffer, die ja auch teilweise noch sandig waren, darauf lagen. Daher habe ich das hier auch noch schnell gemacht, wie ihr seht. Ich hatte euch letztes Jahr mal ein Video abgedreht mit Vorbereitungen für den Urlaub und da habe ich das vor dem Urlaub gemacht, also das Bett frisch bezogen. Wie gesagt, dieses Jahr war mir jetzt irgendwie nach dem Urlaub danach frische Handtücher hinzuhängen, eine frische Bettwäsche zu haben. Aber da hat man wahrscheinlich auch jedes Jahr irgendwelche anderen Gedanken im Kopf. Wie macht ihr das? Macht ihr das Bett frisch nach dem Urlaub oder vor dem Urlaub? Könnt ihr mir gerne ja mal schreiben. Ja, und da kam jetzt der Part, auf den ich ja nie Lust habe, nämlich Wäsche zusammenzulegen. Seit ein paar Wochen mache ich das immer hier oben im Schlafzimmer aus diversen Gründen. Einmal ist man ungestört, man kann vielleicht am iPad ein bisschen ein Video gucken oder irgendwas. Die Kinder reißen einem nicht das ganze Zeug wieder auseinander. Man wird irgendwie in Ruhe gelassen und vor allen Dingen ist 50% der Wäsche schon im richtigen Raum, weil unsere ganze Wäsche hier im Schlafzimmer ist. Also von daher versuche ich mir das Ganze irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, an dem Tag habe ich sehr viel Wäsche zusammengelegt und ich habe sehr, sehr wenig Motivation dafür. Aber was will man machen? Da muss man halt durch. Dann ging es weiter mit den Kinderkoffern. Da bin ich jetzt gerade in Elenas Zimmer. Und die Kinderkoffer waren jetzt gar nicht mehr so viel mit Kinderwäsche gefüllt, weil viel davon in diesem Schmutzwäschebeutel drin waren. Deswegen habe ich dann im Urlaub alles Mögliche, wo ich nicht mehr so richtig wusste, wohin damit, habe ich in die Kinderkoffer reingepackt. Aber natürlich musste auch da wieder ein bisschen Wäsche zusammen zurückgelegt werden in die Schränke. Das seht ihr jetzt hier noch bei Elena im Zimmer. Und gleich mache ich das Gleiche auch noch bei Freddy im Zimmer. Da öffne ich jetzt Freddys kleines Köfferchen in seinem Zimmer und da waren so viele verschiedene Sachen drin. Also meine Handtasche, unsere Strandtasche, also alles Mögliche, was irgendwie wieder mit nach Hause kommen musste, habe ich irgendwo reingestopft. Also in dem Fall jetzt hier in Freddys Koffer. Und ich musste noch ganz viel Wäsche sortieren, weil doch das ein oder andere Shirt, was im Urlaub noch gut aussah, hier dann doch in die Wäsche gewandert ist. Ja, und am Abend, nachdem das alles erledigt war, also mit der Wäsche war ich dann quasi wirklich schon ziemlich weit fortgeschritten, hatte ich irgendwie noch Lust, meine Fingernägel in Ordnung zu bringen. Ich hatte nämlich leider im Urlaub vergessen, Nagellackentferner mitzunehmen und konnte mir die dort gar nicht
irgendwie manikieren, sagt man das so? Jedenfalls habe ich das dann an dem Abend noch gemacht und ja, bin dann müde ins Bett gefallen. So, jetzt sitze ich hier am Sonntagmorgen nochmal im Bett mit meinem Kaffee. Die Familie ist unterwegs, Brötchen holen und Felix besuchen. Ich habe natürlich gestern Abend auch noch Felix besucht und habe ihm so ein Armbändchen vorbeigebracht. Dieses hier, das habe ich 4-mal gekauft für alle Kinder und für mich. Und Felix habe ich es gestern vorbeigebracht. Leider hat es so fürchterlich geregnet. Heute ist die Familie jetzt nochmal unterwegs, Felix besuchen. Wir haben ihm natürlich noch was anderes mitgebracht aus dem Urlaub. Das bringen sie ihm jetzt vorbei und holen auch Brötchen. Ich genieße jetzt noch meinen Kaffee und werde gleich hier so ein bisschen noch weiter Reset vom Urlaub machen. Zeige ich euch gleich nur noch ganz kurz. Und ganz kurz wollte ich euch noch mein Buch zeigen, das ich im Urlaub gelesen habe. Das war dieses hier. Ich habe es nicht ganz geschafft. Im Urlaub hatte ich dann doch nicht so viel Zeit zum Lesen. Das heißt 1000 Lichter über der Seine und ist das aktuelle Buch von Nicolas Barru, ich weiß nicht, also französische Namen kann ich ja gar nicht aussprechen, aber so schreibt sich der Herr. Von dem habe ich schon mehrere Bücher gelesen und jedes Mal entführen einen seine Bücher nach Paris und in die Stimmung dort. Und man hat jedes Mal irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man es liest. Es sind irgendwie ganz schön geschriebene Geschichten. Leichte, seichte Literatur, ideal für einen Urlaub. Aber ich freue mich trotzdem, das auch hier zu Hause jetzt noch zu Ende lesen zu können. So, jetzt mache ich aber mal weiter mit meinem Kaffee erstmal und nehme euch einfach noch ein bisschen mit, noch durch diesen Reset-Tag. Nach meinem Kaffee ging es dann ins Bad und da die Familie noch nicht zurück war, hatte ich Lust, ein bisschen Wellness zu machen, also ganz schnell, auf eine schöne, porenverfeinernde Gesichtsmaske, die ich mir hier aufgetragen habe. Und nachdem ich die dann abgespült habe, habe ich mir auch noch meine LED-Maske aufgelegt. So, mit den ganzen Masken bin ich jetzt durch. LED-Maske ist 10 Minuten eingewirkt oder hat 10 Minuten eingewirkt. Jetzt bin ich hier wieder im Badezimmer und werde mich gleich unter der Dusche fertig machen. Und ich freue mich total auf diese schöne Haarkur hier. Die ist von Kerastase, extra für lockige Haare. Ich habe ja wellige Haare von Natur aus. Auch wenn ich mir die immer glatt föhne, sind sie ja dennoch relativ trocken. So wie eben wellige, lockige Haare sind. Und jetzt nach dem Urlaub durch das ganze Wasser und Sonne und so weiter Gemisch sind die Haare natürlich jetzt noch ein bisschen trockener geworden. Deswegen freue ich mich jetzt gleich auf diese Haarmaske. Und die Urlaubshaut muss natürlich weiterhin fleißig eingecremt und gepflegt werden. Da haben wir uns im Urlaub hier immer mit diesem After Sun eingecremt. Die ganze Familie hat das benutzt. Und natürlich werden wir das hier zu Hause noch aufbrauchen, denn die Haut ist ja auch weiterhin zu Hause von der Sonne ein bisschen strapaziert und trocken. Und auch damit die Bräune möglichst lange bleibt, ist es wichtig, da die Haut schön mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das werde ich jetzt mal alles schnell machen. Und dann werde ich nachher noch die letzten Dinge hier im Haushalt erledigen. Und ich glaube, dann haben wir wieder einen ganz guten Reset hergestellt und sind dann morgen bereit für die neue Woche. Etwas später am Nachmittag hat mich mein Weg dann in den Garten geführt. Dort habe ich so ein bisschen nach dem Rechten geschaut, was hat sich verändert so in den letzten anderthalb Wochen. Und da habe ich mich dann auch mal wieder um die Hortensien gekümmert und bin da ein bisschen mit meiner Gießkanne durch die Gegend gewandelt und habe die auch gefüttert mit dem Dünger. Unsere Nachbarinnen hatten aber gute Arbeit geleistet und hatten fleißig gegossen, während wir unterwegs waren. So, ich bin jetzt mal eine kleine Runde durch den Garten gegangen. Heute kann ich natürlich nicht den Rasen mähen am Sonntag. Das muss ich dann morgen machen. Aber diese Hortensien wollte ich euch nochmal zeigen. Die sind echt der helle Wahnsinn. Die habe ich hier schon vor dem Urlaub hochgebunden, weil diese wahnsinnig massiven Blütenbälle sich überhaupt nicht selber halten können. Die habe ich jetzt hier schon in dem Flieder befestigt. Die hier auch, sonst würden die alle total runterhängen. Ich habe hier zwar so eine Staudenbefestigung montiert, aber die bringt irgendwie gar nicht viel für diese massive Pflanze. Hier habe ich auch noch so riesen Hortensien, die habe ich gerade auch noch mal hier ein bisschen hochbinden müssen, weil auch hier diese Rispenhortensien sich gar nicht selber halten können. Wenn es natürlich auch dauernd regnet, ist das umso schwieriger, aber ich glaube, so sieht es wieder ganz gut aus. Und in einem Video hatte ich mal hier diese Drahtkonstruktion erstellt für diese Hortensie hier. Da dachte ich noch, das ist alles viel zu groß und viel zu massiv. Ja, Pustekuchen. Das
selbst hier musste ich nochmal zusätzlich stabilisieren. Und auch hier sind die Blüten so riesengroß, diese Blütenbälle, dass ich da auch nochmal doppelt und dreifach irgendwas absichern musste. Also die Nachbarinnen haben auf jeden Fall sehr lieb gegossen. Auf der anderen Seite hat es ja auch relativ viel geregnet. Das heißt, die Pflanzen sehen alle gut aus. Und ja, somit kann ich jetzt im Garten auch gar nicht so furchtbar viel machen. Wie gesagt, Rasenmähen mache ich morgen. Ja, und hier das Thema Unkraut. Das könnte ich zwar heute machen, da habe ich jetzt aber überhaupt keine Lust zu. Aber ihr seht, das muss dringend mal wieder gemacht werden. Das Unkraut auf der Terrasse hat wieder die totale Herrschaft übernommen. Aber das werde ich jetzt die Tage auch mal erledigen. Aber nicht mehr heute. Jetzt werde ich mich erstmal noch ein bisschen ausruhen. Und ja, mache dann morgen noch ein bisschen weiter. Oft kommt es ja dann doch ganz anders, als man denkt. Irgendwie hatte sich die Situation ergeben, dass die Kinder so schön mit meinem Mann gespielt haben. Ich glaube, die waren auch oben in Freddys Zimmer. Und ich saß da rum und dachte, ach Mensch, dann mache ich jetzt doch das Unkraut weg. Weil laut ist es ja nicht für einen Sonntag. Man braucht ja dann nur diese Metallbürste, die dann da über das Unkraut drüber schubbert. Und dann habe ich tatsächlich noch auf der ganzen Terrasse das Unkraut weggemacht. Das seht ihr da ja schon. Auch noch den Sonnenschirm ein bisschen beiseite gestellt, da sämtliche Fugen bearbeitet mit diesem Metallbürstchen, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, da winke ich einmal hoch, da wurde einmal Mama von oben runtergerufen. Ja, dann habe ich weitergemacht und tatsächlich war ich am Ende fertig mit der Terrasse und alles sah wieder richtig gut aus. Obwohl ich es gar nicht wollte, habe ich jetzt doch noch hier das Unkraut weggemacht. Irgendwie hat sich das jetzt heute Nachmittag doch noch ergeben. Elena hat mir teilweise ein bisschen Gesellschaft geleistet. Da sitzt sie. Da liegt noch der ganze Rindenmulch, den ich irgendwann mal im Beet verteilen wollte. Aber das mache ich heute bestimmt nicht mehr. Morgen noch Rasenmähen und dann sieht der Garten wieder halbwegs gut aus. Und ich zeige euch noch einen Trick für kleine Kinder. So, da seht ihr, das gröbste Unkraut ist weg. So, und Elli, wie machst du am liebsten Seifenblasen? Willst du mal zeigen, was für einen Trick wir da haben? Genau, wir haben nämlich die Seifenblasen da festgeklebt, dass die nicht immer umfallen und der Spaß noch 30 Sekunden vorbei ist. Nee? Nee, versuche nochmal. Gar nicht so einfach. Super, da sind die Seifenblasen. Gut gemacht. Um noch kurz beim Thema Pflanzen zu bleiben, die auf der Küchenfensterbank haben den Urlaub leider nicht überlebt. Da habe ich dann neue Pflänzchen besorgt und habe die dann vor das Küchenfenster gestellt. Ich finde, das sieht immer sehr schön aus, so am Eingangsbereich, wenn da was Anständiges blüht und nicht irgendwas Knuspriges steht. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann auch noch das Wohnzimmer gesaugt. Die Kinder haben brav die Beinchen hochgemacht, dass ich da auch rund um das Sofa saugen konnte, weil wir so viel rein und raus gerannt sind. Kam durch die Terrassentür schon wieder so viel irgendwie Sand und Schmutz rein. Ja, und dann war ich aber auch so gut wie fertig mit meinem Reset nach dem Urlaub. So, jetzt ist mittlerweile Sonntagabend und ich bin eigentlich soweit mit meinen ganzen Reset-Geschichten durch. Eine Sache wollte ich euch noch kurz zeigen und zwar räume ich jetzt noch die Zeitschaltuhren weg. Die hatte ich installiert, während wir im Urlaub waren, damit hier verschiedene Lampen so zufällig abends an- und ausgehen, damit das Haus immer beleuchtet aussieht. Ich habe ja sowieso, auch wenn wir zu Hause sind, abends immer Lampen an in den Zimmern, in denen wir jetzt gerade nicht schlafen. Im Garten die Beleuchtung mache ich zwar aus, aber hier unten im Wohnzimmer leuchtet immer was, in der Küche leuchtet immer was, dass es abends immer bewohnt aussieht. Und das soll natürlich auch so sein, wenn wir nicht zu Hause sind. Deswegen die Zeitschaltuhren. Und eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Die hatte ich auch mal in einem Video gezeigt, in dem ich euch so ein paar Dinge vorgeführt habe, die ich mache, bevor wir in den Urlaub fahren. Da hatte ich euch das Licht auch schon mal gezeigt. Und zwar ist es dieses hier. Das habe ich hier installiert. Und ihr seht, das verändert die Farbe. Diese verschiedenen LEDs und das Ding soll einen Fernseher simulieren. Das heißt, wenn draußen jemand vorbeigeht, denkt er, oh, da sitzt vielleicht jemand und guckt fern, weil eben das Licht so wechselt. Also ihr seht, das ist ziemlich genau so, als ob man jetzt irgendeine Fernsehsendung anschauen würde. Also sieht das Haus dadurch auch belebt aus und ist somit unattraktiver für Einbrecher. Und das ist ja so ziemlich ja das Wichtigste. Kein Mensch möchte nach Hause kommen und irgendwie die Wohnung verwühlt vorfinden. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was man sich, glaube ich, vorstellen kann. Genau, das räume ich jetzt aber noch weg. Wir sind jetzt wieder zu
Hause und machen den richtigen Fernseher gleich an. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen motiviert, falls ihr auch jetzt bald aus dem Urlaub zurückkommt, so ein bisschen Aufräumen und so weiter, Aufräummotivation gegeben. Jetzt quatsche ich aber nicht länger, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!